Willkommen, liebe Zuschauer. Gemeinsam geht's heute wieder auf Zeitreise. Die heutige Geschichte werden wir hier beenden, in der Nähe des Traditionsschiffes des Igerparks. Aber beginnen wird die Geschichte drüben auf der anderen Seite. Wir wollen einmal rund um die Unterwarnung. Dort drüben, im ehemaligen großen Gelände von Teutenwinkel. Die endgültige Besiedlung unserer Region begann im 7. Jahrhundert mit der Einwanderung der Wenden. Im Gebiet der Warnow ließen sich die Kessiner nieder. Schon damals war die Unterwarnow nicht nur schlechthin die Verbindung zum Meer, sondern die Lebensader für alle, die auf beiden Seiten des Flusses lebten, hier ihre Dörfer und Burgen hatten. Zunächst war es die östliche Seite am Fluss, die von Bedeutung war. Befand sich doch hier mit dem alten Tief die erste Verbindung zur Ostsee. Nachweislich waren es die Slawen, die zunächst auf dieser Flussseite lebten. Im 13. Jahrhundert taucht erstmalig der adlige Name von Moltke in Mecklenburg auf. Ihr Wappen mit den drei Birkhühnern weist deutlich auf slawische Vorfahren hin. Bereits 1262 war Tüdendorp oder auch Totendorp im Besitz der Moltkes. Nicht bewiesen ist der angebliche Verkauf des Totenwinkel in jenem Jahr durch den Fürsten Borwin III. An die Moltkes. Ab 1300 übten diese das Patronat über die Kirchen von Totendorp und Benfisch aus. 1302 erhielten sie vom dänischen König Erik VI. Für treue Dienste bei der Besetzung von Rostock fast alle Dörfer des Totenwinkels, welches das Gebiet zwischen der Unterwarnow und der Rostocker Heide ist. Von Nord nach Süd reicht es von den Fischerkarten am Breitling bis nahe an den Ort Scheelsdorp, der zuvor Michaelsdorf hieß. All das wurde 1359 von Herzog Albrecht II. Von Mecklenburg bestätigt. Hierzu gehörten auch Dörfer wie Oldendorp, welches Jahrhunderte später ein beliebtes Ausflugsziel werden sollte, aber auch Petersdorf und Krummendorf. Das Hauptgut hieß zunächst Totendorf. Die Bauern des ganzen Gebietes hatten den Adelshof, aus dem dann Teutenwinkel wurde, zu versorgen. Aus diesem Adelshof entstand Jahrhunderte später der Gutshof. Die Moltkes blieben mit Unterbrechungen, denn einige Male hatten diese auch erhebliche Schulden, bis 1677 auf Teutenwinkel und hatten hier ihren Stammsitz. Kein Wunder, dass das weitläufige Gebiet um die Kirche herum mit ihren einzigartigen frühen Wandmalereien lange Zeit von den Rostockern auch als Moltke-Winkel bezeichnet wurde. Besonders die Kirche, ein gotischer Backsteinbau aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts, ist fast das letzte Zeugnis für diesen Abschnitt der Geschichte und ein Beispiel dafür, welchen Stellenwert und Einfluss diese Familie dort hatte. 1679 kam die Gegend für gut 100 Jahre in den Besitz der Familie Mandelsloh. Gut und Ort Teutenwinkel wurden nun verpachtet, so auch von 1715 bis 35 an Barthold Hans von Zülow, dem Großvater Gebhard Lebrecht von Blücher. Nachdem der Landesherzog Friedrich der Fromme das Gebiet 1782 kaufte, wurde aus Teutenwinkel nun eins von 48 Ämtern, die es in Mecklenburg-Schwerin gab. Den ersten Sitz hatte es bis 1908 am Alten Markt von Rostock. Danach zog es um an den Doberanerplatz und existierte dort bis 1918. Von da ab gehörte Teutenwinkel zum Freistaat Mecklenburg-Schwerin. Die Eingemeindung des Dorfes Teutenwinkel zu Rostock erfolgte 1950. Fünf Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Am südlichen Rand des Gebietes befindet sich heute Geelsdorf, einst Michaelsdorf und seit dem 16. Jahrhundert Scheelsdorf. Bereits ab dem 8. Jahrhundert sind hier Handwerker und Handelsplätze der Slawen archäologisch belegt. Erstmalig urkundlich erwähnt wurde es 1285. Als 1827 der Großherzog mit seinem Schiff auf der Warnow vorüberfährt, ist von dem Dorf noch nicht viel zu sehen. Das sollte sich ab 1844 ändern, denn in jenem Jahr errichtete die evangelische Kirche in Ufernähe ein sogenanntes Rettungshaus, eine Erziehungsanstalt für sittlich verwahrloste oder gefährdete Kinder
um sie für das Leben tauglich zu machen. Dafür wurden diese in verschiedensten Berufen ausgebildet. 1931 wurde daraus in Anlehnung an den ursprünglichen Namen des Dorfes der Michaelshof, eine Einrichtung, die seit 1950 geistig behinderte Menschen aufnimmt. Und auch der Klinikkomplex, der zwischen 1893 und 96 errichtet wurde, ist ein wichtiger Teil des Ortes. Es ist die ehemalige großherzogliche Landesheil- und Pflegeanstalt, die damals noch als Landesirrenanstalt bezeichnet wurde. Im sich anschließenden Raum Dirkow siedelten die ersten Menschen bereits vor etwa 7000 Jahren. Grabungsfunde beweisen auch, dass sich hier im 8. und 9. Jahrhundert ein bedeutendes frühslawisches Seehandels- und Wirtschaftszentrum am Rande der Dirkower Warnow-Niederung befand. 1311 findet hier das legendäre Ritterturnier des bereits genannten Dänenkönigs Erich Menved statt, das ihm von Rostock zuvor verweigert wurde und er danach gegen die Stadt in den Krieg zog. Erstmals 1320 urkundlich erwähnt als Derikowe, was Ort des Derik bedeutet. 1431. Die beiden Hospitäle Heilig Geist innerhalb Rostocks und St. Georg außerhalb gelegen, teilten sich abwechselnd die Einkünfte aus Dirkow. Wer aus östlicher Richtung nach Rostock wollte, kam an dem Dorf vorbei. Ursprünglich war es um die jetzige Hinrichsdorfer Straße gelegen und wurde 1913 eingemeindet. Zum Dorf Dirkow kamen zur Mitte der 1930er Jahre die Siedlungen Dirkow Ost und West hinzu. 1984 werden die ersten Plattenbauwohnungen in Neu-Dirkow übergeben. Die nächste Station des kleinen Rundgangs um die Unterwarnow ist Bistow, erstmals 1282 erwähnt. Auch dieser Ort ist slawischen Ursprungs. Die sehr gut erhaltene und restaurierte Bistower Dorfkirche ist eine Feldsteinkirche mit dreiteiligem Schiff. Sie wurde im Jahr 1298 geweiht. 1355 wurde Bistow Eigentum einer Rostocker Patrizierfamilie. 1495 ging der Ort an die Rostocker Jakobikirche. Nach der Reformation wurde das Dorf unter anderem auch vom Amt Teutenwinkel verwaltet, bevor es 1950 nach Rostock kam. Noch heute ist das über 100 Jahre alte Bauernhaus ein beliebter Treffpunkt für Wanderer und Einheimische. Auf der Westseite der Unterwarnow, gegenüber von Gelsdorf, liegt Mariehe. Erwähnt wurde der Ort erstmals im Jahre 1304 in einer Urkunde mit dem Siegel des Königs von Dänemark Erik VI. Menved. 1393 kaufte Rostock durch den Bürgermeister Backel den alten slawischen Ort Meknev und stiftete ihn drei Jahre später dem Kartäuserorden, der hier das Kloster Mariehe errichtete. In jenem Jahr erteilte auch Herzog Albrecht III. Dazu seine Einwilligung. Dieses und der Ort Mariehe sind auch in der Wicke-Schorler-Rolle gezeichnet. In den folgenden 100 Jahren erwarb das Kloster Dörfer in Mecklenburg, darunter Schutow bei Rostock, Sievershagen, Evershagen, Elmenhorst, Mönchhagen und Pastow. Im Jahr 1532 verfügte Herzog Heinrich V. die Aufhebung der katholischen Stiftungen in Mecklenburg. Unter Herzog Johann Albrecht I. wurde das Kloster ab 1552 zerstört, die Steine zum Bau des Güstrower Schlosses verwendet. Auf einer Karte von 1709 ist Mariehe dann nur noch als Dorf eingezeichnet. Nicht weit von hier, da wo sich heute das erweiterte Gelände der IGA befindet, südlich des Dorfes Schmal, stand einst die Hundsburg. Der Legende nach wurde sie um 1267 erbaut, damals umgeben von Wasser. Später fand eine Verlandung an dieser Stelle statt. Wie uns die bereits bekannte Karte von 1709 zeigt, war zu der Zeit diese Verlandung bereits abgeschlossen, denn es ist hier nur noch eine kleine Halbinsel zu sehen, die in die Warnow hineinführt. Erbauer der Burg war Stadtfürst Borwin III. Von Rostock, jener Fürst, der wegen Geldmangels bereits 1252 die Heide an die Stadt verkaufte. Der Name der Burg ist abgeleitet von Hunno, was Burgvogt bedeutete. Dies war ein gewisser Nikolaus Glöde und er kontrollierte an der engen, strategisch günstigen Stelle der Warnow die Schifffahrt zum Rostocker Hafen. 1270 kehrte die dänische Königin Margarete von einer Wallfahrt zum Papst zurück und soll auf der Warnow, in der Nähe der Hundsburg,
bei einem schweren Unwetter gestrandet sein. Aus Dankbarkeit für ihre Rettung ließ sie das Zisterzienser-Nonnenkloster zum Heiligen Kreuz am damaligen Stadtrand von Rostock bauen. Dort ist das Stiftungsbild mit dieser Geschichte zu sehen. Auch der nächste Stadtfürst, es war Waldemar, litt unter chronischem Geldmangel. Nachdem die Rostocker schon vorher die Burg zerstörten und nur noch Ruinen übrig blieben, kauften sie die Reste und den Inselbesitz im Jahre 1278 dem Fürsten ab. So bekam die Stadt freien Zugang zur Ostsee. Dies damals allerdings noch durch das alte Tief, das sich zwischen Hohe Düne und Markgrafenheide befand. Unsere Exkursion um die Unterwarnow ist hier an dieser Stelle zu Ende, da wo einst die Hunsburg stand, aber ich kann nichts entdecken. Wir haben uns jemanden geholt zum Gespräch, der uns sicherlich etwas mehr darüber sagen kann, vom Rostocker Amt für Denkmalpflege, Herr Ralf Mulso. Herr Mulso, was ist nun? Wo ist die Burg? Ich finde nichts. Ja, von der Burg ist natürlich überhaupt nichts mehr erhalten. Wir wissen im Prinzip ja auch überhaupt nicht, wie die Burg ausgesehen hat. Die heutige Hunsburg ist eine natürliche Erhebung aus Lehm, aus Mergel, die hier am Ufer der Warnow erhalten geblieben ist. Ein Naturdenkmal und ein Bodendenkmal. Und von der Burg ist natürlich nichts mehr vorhanden. Wir wissen nicht einmal, ob sie aus Stein oder aus Holz errichtet worden ist. Sie hat ja auch nur wenige Jahre existiert und wurde wohl vollständig abgetragen. Aber es soll ja das Material dann einem guten Zweck zugeführt worden sein. Können Sie uns dazu was sagen? Ja, im späten 16. Jahrhundert, nach so einer Ratsnotiz aus den Ratsunterlagen, soll das Material der Burgstelle nach Warnemünde geschafft worden sein zur Verbesserung des sogenannten Neuen Tiefs. Da kann man relativ wenig mit anfangen. Wahrscheinlich ist die Hafenzufahrt damit gemeint. Und man hat Material von hier zur Befestigung dieser Hafenzufahrt in Warnemünde verwandt. Was das für Material gewesen sein kann, das ist die große Frage, was hier über Jahrhunderte ja gelegen haben müsste, da können wir leider überhaupt nichts zu sagen. Herr Mulso, Sie können aber ganz bestimmt eine ganze Menge mir sagen, wie geschichtsträchtig ist denn die Umgebung oder genauer gesagt der Boden um Rostock herum? Ja, Rostock ist natürlich sehr geschichtsträchtig. Das war ja schon vor der Gründung der mittelalterlichen Stadt ein wichtiges Zentrum mit Zentralorten. Hier gab es slawische Burgen, slawische Handelsniederlassungen, größere Siedlungen, die dann im Prinzip auch indirekt die Vorläufer des mittelalterlichen Rostock darstellen. Ihnen sage ich Dankeschön für Ihr Interesse und ich kann Ihnen verraten, in der nächsten Sendung wird es genauso spannend weitergehen. Bis dann.